Jan, na, wie geht's dir? Schönen guten Abend. Hallo. Hallo. Oh, das klingt sehr gut. Nee, ich habe nur versucht, 10 Sekunden die Luft anzuhalten. Und man hat mir gesagt, wenn man das schafft, ist man gesund. Ja, und das waren jetzt auch gefühlt 10 Sekunden. Also in meiner Zeitrechnung, die Uhr wurde ja umgestellt. Ja, richtig. Wie ist das nochmal? Ist auch sinnlos, ne? Ist auch wirklich sinnlos. Ja, das einzig Gute ist, jetzt geht die Sonne erst um 20:30 Uhr unter. Wirklich, kurz vor Mitternacht dann aber endlich dunkel genug, um schlafen zu gehen. Ich fühle mich ein bisschen, ehrlich gesagt, wie in Finnland oder so jetzt oder in Schweden. Ich Ja. finde, das ist einfach die unnötigste Schikane. Uhrumstellung. Ja, wofür war das nochmal gedacht? Also ganz ehrlich, ich schicke ja meine Kinder immer zur alten Uhrzeit in die Schule jetzt trotzdem, ne? Vor allen Ja. Dingen zur jetzigen Zeit in die Schule schicken, finde ich gut. Ich schicke die weiter in die Schule. Wirklich keinen Bock hier, Also, das genau. ganze Geplärre, die ganze Geplärre den Tag lang Ja, hier. vor allen Dingen habe ich jetzt schon gelesen, oder war es im Radio gehört, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat die häusliche Gewalt schon zugenommen. Ja, das sagt man so. Und Nee, also sagt man nicht mehr so. das ist Fakt, oder was? Ja, das ist Fakt. Und gehen jetzt eigentlich auch schon die Scheidungsraten hoch oder kommt es erst noch? Ja, ich weiß nicht, das fängt jetzt erstmal an mit häuslicher Gewalt und dann denke ich mal so, in einem halben Jahr gehen dann die Scheidungsraten noch hoch. Bevor ich jetzt zum Highlight meines Tages komme, weil das ist nicht das Highlight, aber ich kann dazu auch ganz kurz was sagen, weil ich bin nämlich heute irgendwann nachmittags spazieren gegangen, wie so oft zuletzt. Und da bin ich nämlich auch an einem Haus vorbeigekommen und da wartete der Mann im Auto vor der Tür und dann die Frau riss die Tür auf, ja, so mittleren Alters, und da wurde der Mann angekoffert. Das kann ich dir sagen, ne? Wirklich vom Allerfeinsten. Und da habe ich auch nur Nerven liegen gesagt, blank, die da Nerven hab ich, liegen ja, blank. und da habe ich auch gesagt, so zwei Wochen muss man jetzt auf einmal mehr Zeit aufeinander verbringen oder, also, oder aufeinander hocken, sagen wir es mal so. Und schon liegen die Nerven blank, ne? Da, also, das war wirklich so kurz vor Messerstecherei. Ja, ich glaube, das ist genau der Grund, warum auch so viele Leute jetzt in der letzten Zeit bei dem schönen Wetter irgendwie draußen waren, weil sie, wie ich schon gesagt habe, sie wollten nicht gern mit sich, mit ihren Gedanken und mit ihren Nächsten alleine sein. Das haben die auch nicht ausgehalten. Ich Nee. glaube, was dem Ganzen jetzt zuträglich ist, man hat ja gesagt, schönes, warmes Wetter wird gegen den Coronavirus helfen. Ich glaube, das Einzige, was hilft, ist wirklich so ein Wetter wie heute am Sonntag, schlechtes Wetter. Denn heute habe ich endlich mal keinen draußen gesehen. Ich habe heute wieder den Blick durchs Fenster nach draußen gewagt. Es war nicht los, kein einziger Mensch war draußen. Ich habe heute keinen Menschen gesehen. Du warst draußen, aber nicht bei mir im Park. Und ich habe nichts draußen gesehen. Aber ich finde, man wird jetzt, also wir war, also ich, Einkaufen war dieses Wochenende angesagt, ne, bei mir und auch den Müll runterbringen. Und beim Einkaufen, genauso wie beim Müll runterbringen, also neben Social Distancing, finde ich, ist auch irgendwie Social Awkwardness total angesagt, weil irgendwie sobald man, also im Müllraum, der ist halt relativ groß, aber irgendwie wollen mehrere Leute rein und irgendwie will man ja aber auch den Abstand halten und alle bewegen sich ziemlich awkward irgendwie so, auch genauso im Supermarkt. Die Ja, Leute bewegen weil. sich echt so irgendwie vor und zurück, dann macht man auf einmal einen großen Bogen, dann fühlen sich andere Leute irgendwie dadurch angepisst, weil man denkt so, oh, was ist das jetzt für einer, dass der so großen Bogen um mich. Und es ist dann so, dann hält man auf einmal ewig weit Abstand vom Gemüse wiegen und irgendwie und steht dann da rum, dann kommt jemand vor, da sagt man, ey, ich stand aber da an und dann ist man verwundert, weil man ja so weit weg steht. Also es ist wirklich so eine Social Awkwardness gerade irgendwie draußen und irgendwie da, wo du deine so alltäglichen Erledigungen machen musst, wo du dann auf einmal auf Menschen triffst. Ich glaube, wir sind alle nach dieser ganzen Phase echt müssen wir wieder lernen, irgendwie miteinander irgendwie umzugehen. Ja, beziehungsweise das ist irgendwie wie so wieder laufen lernen, ja. Also So ein bisschen. jetzt gerade groovt man sich ein auf die Situation, weil da gibt es wirklich sehr, sehr viele Fragezeichen. Ich habe das auch letztens gemerkt. Ich war irgendwie so abends laufen und ich bin wirklich schon sehr, sehr behutsam vorgegangen. Also ich mache immer schon wirklich einen großen Bogen um die Leute. Und dann war da aber so ein Pärchen, das auf mich zukam. Und ich war wirklich gerade auch im Begriff, einen großen Bogen zu machen. Da haben die sich schon so in so eine Hausecke geflüchtet. Also wirklich, als hätte ich denen irgendwie zu nahe kommen wollen oder wirklich oder auf den Leibe rücken oder wie auch immer. Also die haben sich wirklich so in die Ecke reingedrückt, voller Angst, mit angsterfüllten Augen. Ja. Gut, das passiert dir ja häufig auch, wenn kein Corona ist, ne? Ja, genau, eigentlich so Story of my life, muss ich sagen.
Leute nehmen das aus. Aber jetzt ist es eher noch schlimmer. Also ich merke schon einen Unterschied. Das Zweite, was ich irgendwie festgestellt habe, also das ist dieses Social Awkwardness. Auf der anderen Seite Dinge, die ich sonst abscheulich fand, sowas wie lange Autofahrten durch Deutschland. Ich habe ja am Freitag, hatte ich ja erzählt, habe ich meine Eltern zu einer Beerdigung gefahren und einmal quer durch Deutschland. Und wir alle im Auto mit Atemschutzmasken, damit wir uns da nicht gegenseitig anatmen, ne? Weil wir haben uns ja auch schon länger nicht gesehen. Aber es war an einem Freitagmittag kein Verkehr. Also gar nichts auf der Straße los. Komplett verrückt. Und dann bei selbst, also auch auf der Beerdigung war es natürlich auch wieder so awkward, weil alle wieder so auseinanderstehen mussten. Aber dann, ich weiß nicht, ich war jetzt so auf ein paar Beerdigungen und da war es jetzt so, dadurch, dass irgendwie weniger Leute kommen konnten und irgendwie alle so ein bisschen auseinanderstanden, fand ich, hatte man irgendwie Zeit, sich viel mehr irgendwie mit dem Moment und irgendwie dem, der da beerdigt wird, zu beschäftigen und seinem persönlichen Verhältnis, als wenn man irgendwie so auf engem Raum ist und so viele Leute da sind und so ein Trubel. Also muss ich auch sagen, hat das irgendwie in dem Moment irgendwie vielleicht auch, also für mich persönlich hatte das was Positives, dass es irgendwie so sehr viel andächtiger war und damit auch irgendwie ein, ich weiß nicht, ob man das über Beerdigung sagen kann, aber es war in Summe irgendwie ein schöneres Erlebnis so und irgendwie dem Menschen, der da beerdigt wurde, ein viel wertschätzenderes Gefühl gegenüber. War so meine persönliche Wahrnehmung. Aber ja, das so zu meinen Anekdoten. Komm mal zu deinen Anekdoten. Ja, also ich war auf keiner Beerdigung am Freitag, aber dafür auch draußen. Und es war ja wirklich sehr, sehr schönes Wetter. Und ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir war. Das ist ja, finde ich, manchmal auch so ein bisschen komisch, finde ich, bei so einer Beerdigung, wenn das Wetter so schön ist. Weil normalerweise... Viel besser. Ja, normalerweise ist es ja aber immer auch, wie ich ja schon letztens irgendwann mal gesagt habe, so the weather creates the setting. So irgendwie auf Beerdigung muss es normalerweise regnen, so nee, ganz automatisch. Überhaupt nicht. Also ich habe festgestellt, also es waren kleine Kinder da und es war schönes Wetter und das ist trotzdem, also es ist ja traurig und so weiter. Also es war jetzt auch irgendwie ein Familienmitglied. Von daher ist sowas immer traurig. Aber auf der anderen Seite finde ich, sind die Gedanken andere. Und irgendwie und ich finde, man geht da raus. Und ich habe gedacht, also ich hoffe bei meiner Beerdigung, dass schönes Wetter ist und ganz viele Kinder da sind, weil die lockern das alles auf und die nehmen dem Ganzen irgendwie so diese Schwere und dieses wirklich Bedrückende, weil ich finde, ja, man hat die Zeit zu trauern und das tut man auch, aber es gibt, trotz alledem geht man danach irgendwie mit einem Gefühl raus irgendwie und denkt positiv über diesen Menschen. Also fand ich, weil ich hatte vor kurzem auch eine Beerdigung, da war sehr schlechtes Wetter, schwingt das anderes mit. Okay. Ist so meine Meinung. Ich würde das Ganze meinerseits noch ergänzen wollen um so ein Gospelchor oder so. Also wirklich so wie so eine afroamerikanische Hochzeit, Hochzeit, Beerdigung, wo dann wirklich irgendwie so eine frohlockende Band oder keine Ahnung Chor dann noch im Hintergrund singt. Ich finde das gut. Ja, ich komme ganz schnell noch, weil wir springen hier fulminant den Zeitrahmen. Ich komme ganz schnell noch zu meinen Highlights. Und zwar, ich mache mal so einen kurzen Wochenendabriss. Wie gesagt, sehr schönes Wetter. Ich war viel draußen. Ich war Freitagabend irgendwie so nach der Arbeit laufen am Rhein. Und ich muss sagen, es war relativ viel los. Also es war, ehrlich gesagt, fast genauso viel los, als wäre jetzt kein Corona. Hatte aber nichtsdestotrotz das Gefühl, dass die Leute dann doch den Abstand irgendwo auch eingehalten haben und jetzt auch keine größeren Gruppen unterwegs waren, abgesehen von so einer kleinen vierköpfigen Gruppe von Dealern, die da ehrlich gesagt immer abhängt. Aber bei ich bin dann... Ist kein Corona. Die haben andere Probleme. Also ich, wie gesagt, war dann laufen und irgendwie es war...
so schönes Wetter und es war so schön warm und blauer Himmel. Und ich hatte so ein richtiges Runners High. Ich bin dann irgendwie gelaufen und normalerweise drehe ich dann irgendwie um und meine Runde ist dann so 8 oder 8,5 Kilometer. Und ich bin immer weiter gelaufen, weil es einfach so schön war. Und am Ende waren es dann 13 Kilometer und ich war total happy auch danach. Gut, ehrlich gesagt, es hatte auch einen kleinen praktischen Grund noch. Ich musste irgendwann zwischendrin austreten und habe keinen passenden Platz bekommen oder Platz gefunden, deswegen musste ich da so weit laufen, bis ich irgendwann was gefunden hatte. Und gut, dann, also das hat auch dazu beigetragen, um ganz ehrlich zu sein. Nein, aber war eine sehr, sehr schöne Runde und gestern war ich dann spazieren im Park und zwar im Düsseldorfer Volksgarten und wenn man ganz, ganz lange durchläuft, dann kommt man irgendwann in den Südpark, das geht so ineinander über und da gab es dann so eine Reihe von Kirschblütenbäumen, ja. Und ich natürlich als Influencer, zusammen mit meinen ganzen Influencer-Friends, habe mich dann dort eingefunden, wir haben alle Bilder gemacht von den Bäumen, von uns und das war auch irgendwie schön. Nee, und dann habe ich mich aber jetzt wirklich Spaß beiseite. Ich hatte mir ein Bierchen mitgenommen, ein schönes Augustiner, dort in die Sonne, in die untergehende Sonne auf eine Bank gesetzt und das Bierchen getrunken. Und das war richtig schön. Also insofern sehr, sehr entspanntes Wochenende. Ja, genau. Und heute war dann irgendwie so ein klassischer Tag, wo man dann wirklich am allerliebsten drin geblieben ist. Und da war ich nur ganz kurz mal draußen und habe mir eine Waffel geholt. Ja. Ja, Max, wir kommen schnell zu unserer Kategorie, was bleibt von Corona im positivsten Sinne? Also wenn das denn irgendwann rum ist, was ist die Sache, die du positiverweise mitnehmen würdest? Ja, ich habe jetzt irgendwie, weil ich ja, wie gesagt, ich verfolge ja gerade so ein bisschen intensiver, was so in den USA los ist und was da der amerikanische Präsident so macht. Mhm. Und ich glaube, die Verfehlung, die er da so an den Tag legt, und gleichzeitig aber auch zu sehen, irgendwie wie positiv irgendwie damit umgegangen wird, was so in Deutschland gerade politisch gemacht wird. Und ich glaube, da so eine sehr große, also ich glaube, so in der Allgemeinheit ein sehr großer Zuspruch für die Maßnahmen ist und wie man damit umgeht und irgendwie auch ein gewisses Vertrauen in seine Bevölkerung zu haben. Auf der einen Seite, aber wie gesagt, auch auf der anderen Seite dann das Vertrauen in die Politiker zu, dass vielleicht irgendwie mehr, vielleicht dadurch wieder mehr Interesse an Politik entsteht und vielleicht auch solche, also die so ein bisschen das Misstrauen gegenüber so eher verrückten Politikern, die vielleicht irgendwie so auf der Bildfläche erscheinen, so ein bisschen abnimmt. Also mehr bei der breiten Masse mehr Politikbewusstsein. Oder vielleicht ja auch eher das Misstrauen gegenüber der Regierung oder, sag ich mal, gegenüber etablierteren Parteien, weil das ist ja irgendwie auch sehr, sehr präsent gewesen irgendwie in den letzten Monaten und ja auch diese grundsätzliche Politikverdrossenheit, die daraus folgt so ein Stück weit. Ja, genau. Also denke ich auch, also irgendwie schaffen es jetzt alle gerade irgendwie, sei es unser Finanzminister, der irgendwie dann einspringt und bestimmte Dinge für Frau Merkel übernimmt oder irgendwie schnell so Rettungspakete auf den Weg bringt. Jens Spahn, der irgendwie viel macht, irgendwie unsere Kanzlerin, die zwar irgendwie ja auch mit dem einen Bein schon raus ist, aber dann trotzdem irgendwie noch zum richtigen Zeitpunkt halt einen Impuls setzt. Das auf der einen Seite und irgendwie auf der anderen Seite zu sehen, okay, so Knalltüten wie Donald Trump und das müsste jetzt auch, wie gesagt, der Letzte da gesehen haben, absolutes Missmanagement in diesen schweren Zeiten, in diesen Krisenzeiten und ich glaube, weit weg davon ein, wie er gesagt hat, ein Kriegspräsident zu sein, sondern eigentlich komplett kopflos und überfordert da unterwegs zu sein. Und vielleicht gibt das den Menschen wieder ein stärkeres Bewusstsein, warum vielleicht sich mit Politik auseinanderzusetzen und irgendwie wählen zu gehen und so weiter eine große Bedeutung hat, damit man irgendwie in schwierigen Zeiten auch sagen kann, oh, zum Glück. Und ich glaube, das gibt ein gutes Gefühl.
Ja, und ich finde, das ist gerade so frappierend, weil wenn du den Blick richtest einmal in die USA und einmal auch nach UK, das sind ja letztlich die Politiker gewesen, die genau von diesen Leuten gewählt worden sind, die vorher so politikverdrossen waren, die sich irgendwie abgehängt gefühlt haben von etablierten Parteien. Und das sind ja die, die dann eben nach oben jetzt gespült wurden, Trump und Boris Johnson. Und du siehst eben, ja, welches Missmanagement da halt, genau wie du gesagt hast, stattgefunden hat. Und ja, ich fürchte fast, dass das ganz schlimme Folgen haben wird oder eben haben kann. Und ich hoffe nur, dass es da eben nicht so weit kommt. Genau, also so viel dazu. Ich wiederum bin da ein bisschen banaler unterwegs, was sozusagen das Thema angeht, was meiner Sicht nach der Corona-Zeit bleiben wird. Und ich sehe das ehrlich gesagt bei mir, aber auch bei ganz vielen Leuten so in meinem Umfeld. Es wird wieder mehr gekocht. Ja, also ich selbst muss sagen, ich komme meistens so in meinem ganz normalen Alltag, wenn ich eben zur Arbeit hinfahre und abends dann ein bisschen später hierher komme, vielleicht dann noch vorher einkaufen gegangen bin, komme ich sehr selten dazu. Und jetzt gerade, wo man eben im Homeoffice arbeitet, ohnehin viel Zeit dann eben zu Hause verbringt, komme ich dazu und ich finde das sehr gut. Und ich glaube, das wird auch was sein, ähnlich wie das Spazierengehen, was dann auch eben in der Zeit nach Corona bleiben wird. Und ich begrüße das. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Kann man nichts. Genau, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielleicht ganz kurz. Du hast uns noch was mitgebracht, oder? Wieder? Ich habe wieder was mitgebracht und letzte Side Note sozusagen zum Thema Food und Kochen. Also wer da auch ein bisschen Inspiration braucht, der kann jetzt unserer Seite folgen. @obrother_magazine auf Instagram und da posten wir jetzt ständig coole neue Food-Inspirationen. Vielleicht nur so viel dazu. Und genau, ich habe wieder was mitgebracht. Ich war diesmal unterwegs, ich bleibe modisch, im Jahr 2006, ja. Und da habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und diesmal gar nicht so in so einem In-and-Out-Ding, sondern mehr wirklich natürlich auch wieder fokussiert auf die großen Trends und habe geschaut, was war da los, ja. Und zwar war es einerseits so, dass Wickelkleider im Jahr 2006 unglaublich angesagt waren. Ebenso kann ich wie mich noch daran erinnern, als wäre es gestern. Oder? Und ich finde, wenn man ja irgendwie sagt, die Zeiträume, in denen Trends wiederkommen, werden irgendwo immer kürzer, da sage ich jetzt mittlerweile knackige 14 Jahre, es ist wieder an der Zeit, oder? Bitte wieder her damit, bitte wieder her mit dem Wickelkleid. Und was haben wir noch dabei? Ich gucke mal so ein ganz kleines bisschen. Ja, ganz genau. Hier unten finde ich doch noch was Tolles für uns. Und zwar bei den Herren. Ja, da war es nämlich so, da waren graue Sakkos angesagt. Graue Sakkos, da können wir uns auch noch an die WM 2006 vielleicht zurückerinnern. Auch da, glaube ich, wurden von der ganzen Nationalmannschaft graue Sakkos getragen. Also für die Dame das Wickelkleid, für den Herrn das graue Sakko. Ich glaube, das ist jetzt ohnehin eine Zeit, wo viel online geshoppt wird, auch Mode vielleicht jetzt gerade online geshoppt wird. Und wenn man irgendwie darüber nachdenkt, jetzt auch so ein bisschen so ein Frontrunner zu sein, ja, irgendwie so mit dem Trend ein ganz kleines bisschen früher dran zu sein, dann sollte man jetzt eben zuschlagen beim Thema Wickelkleid oder beim mausgrauen Sakko. Ja, Jan, ganz herzlichen Dank für deine Tipps nochmal. Sehr gern. Hab ich wieder viel mitgenommen. Wir haben euch hoffentlich wieder ein bisschen kurzen Einblick in unser Wochenende gegeben. Dann haben wir hoffentlich mit euch irgendwie wieder ein bisschen Inspiration teilen können, wie die Welt eine bessere sein wird, wenn Corona endlich rum ist. Jan hat euch die besten modischen Tipps mitgebracht, diesmal auch für den Mann dabei. Habt einen schönen Montag. Wir hören uns morgen wieder. Ich sag ciao und bis morgen, ne? Ich sage auch ciao.